So war das, genau. Okay. So klappt das nicht. Ja, das scheint mir genau der Ja, Druck genau. der Explosion. Ich mag zwar keine Feuerwehr. So, okay. Bomben. Haben wir noch die Zündschnur? Nein, egal. Sagt er was zu den Zündschnurbomben irgendwie? Das ist Wahnsinn. Das kann unmöglich klappen. Aber was soll's? Okay, egal. Okay, wir brauchen noch immer einen Pfropfen. Den. Wofür brauchten wir den eigentlich da drin? Nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Ja, vermutlich damit der Druck nicht echt weit zur Seite. Ein Pfropfen. Spot könnte man vielleicht als Pfropfen benutzen. Wenn man den aufbläht mit Wasser, dann brauchen wir immer noch den Fallschirm. Und alles kann Spot ja auch nicht für uns tun. Ist hier was Neues? Wappen, Statue, noch mehr Statue. Was ist denn hier oben? Ach, das Loch war da. Und die Zunge, ja, haben wir alle schon durchsucht. Gehen wir nochmal weiter. Also mir gehen langsam die Ideen ein aus. Tür, die beiden Steine. Die wahrscheinlich auch nichts Hilfreiches haben. Und Shana wird uns vermutlich auch nicht helfen können. So, jetzt gehen wir von hinten durch die Tür rein, weil sonst klappt das ja nicht. Oh, sie ist sogar noch da. Hallo, Orakel. Zettel, 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 Zettel. Uhr, Globus. Shana. Sag mir, Shana, wo kriege ich einen Fallschirm her oder Ist einen er noch Tropfen? immer hier? Ja, ich habe noch ein paar wichtige Fragen. Wie komme ich Wie noch komme gleich ich noch weg? gleich zur Insel? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Ja, okay. Danke, Ich Shana. glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Okay, ich glaube, das Lichträtsel hatten wir schon mal gelöst. Ist jetzt noch was Neues? Nein, nichts Neues. Das war nämlich das mit dieser Lichtung und da das Loch graben. Schon das Rätsel. Also, sie hat uns nur den Tipp gegeben, quasi den Baum als Kanone zu benutzen. Ha, ein Pfropfen. Ja, ich bin mir sicher, ein Pfropfen wäre dann eventuell der Spot. Aber, also, ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich brauche immer noch einen Fallschirm. Ah, schwere Sache. Ich probiere mal aus, ob ich es mit Spot verstopfen kann. Ob der denn was sagt dazu. Komm auf mit dir nach oben. Und Spot, du bist meine letzte Hoffnung. In dem Zustand würde sich Spot vielleicht sogar als Propfen eignen, aber ich habe Jawohl. noch genug Anstand, um nicht meinen besten Freund in die Luft zu sprengen. Och man. Gut, er würde sich eignen, aber er möchte ihn nicht in die Luft springen. Ja, kann ich ihn dann mit irgendwas schützen? Ich kann ihn in die Mütze packen, vielleicht. Spot braucht keinen lustigen Hut. Da kann Ben noch so oft rummeckern. Okay. Das mag er auch nicht. Ja, die Kiste wird es bestimmt auch nicht sein. Für dieses Loch fehlt eine Art Deckel. Ja, ein am Pfropfen, das hatten wir schon, Sedwick, aber du bist nicht gerade sehr hilfreich. Also irgendwas übersehe ich doch. Ein Pfropfen. Hier ist aber auch nichts mehr. Ich habe jetzt eigentlich bei den ganzen Orten geguckt und da war eigentlich nichts mehr zu holen. Wir haben da nur das Seil gekriegt in der Höhle. Das heißt, entweder es ist etwas, was hier noch zu holen ist, oder wir müssen Sachen im Inventar kombinieren. Ansonsten gehen mir die Ideen aus, aber ein Pfropfen machen aus den Sachen. Ja gut, die Mütze haben wir halt, die ist nur nicht stabil genug. Kann man die mit dem Kescher Für verstärken? diese Mütze braucht man kein Haarnetz, dann schon eher einen Imageberater. Okay. Ach ja, genau, der Kescher besteht ja aus einem Haarnetz und Mast. Ich erinnere mich. Ja, den Karte brauchen wir selber, also einen Kompass, um uns zurechtzufinden. Wir haben den Zettel mit unseren Aufgaben drauf. Wir haben hier das zweiköpfige Monster, wo wir damals die Bälle bekommen haben. Wo ich auch nicht mehr weiß, wofür man das noch braucht. Wir haben hier unser Steinpulver. Wo haben die beiden das bloß herbekommen? Na, okay, sagt auch nichts zu. Können wir das Steinpulver vielleicht mit der Mütze benutzen? Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Nein, tatsächlich. Oh oh.
Das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Nein, dann nicht im Ernst. Ich habe jetzt gleich eine Steinmütze. Okay, ich glaube, wir haben den Pfropfen. Okay, wir brauchen nur noch den Fallschirm. Ich probiere es einfach nochmal, meine Güte. Irgendwie muss man doch. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Mann, Ben, ich brauche aber etwas. Dann gib mir halt das hier. Finger weg, du machst... Okay, Ben, ich habe schon verstanden. Dann gehen mir aber ehrlich gesagt auch die Ideen aus, probiere ich nochmal an die Wäsche zu kommen. Vielleicht macht er das jetzt. Ob ich damit wohl rankäme? Ich tu mal... Ja, okay. Mir gehen gerade die Ideen aus. Hat Opa eine Hose an, die man ihm abziehen könnte? Nein. Also die er ihm abgeben könnte, meine ich natürlich. Na, ich frage ihn einfach nochmal, ob du was sagst. Hallo. Ach, hallo, drück dir der... Nein. Bis später. Komm. Keine neuen Optionen, außer du hast doch viel erlebt. Okay, dann vielleicht bei mir im Haus. Und deine Hose. Nicht wirklich. Wir können die Tür nochmal schließen und gucken, ob da noch was anderes dahinter ist. Meine Güte, also das, ich muss sagen, wenn man mal Edna Bricht ausgespielt hat oder Harveys neue Augen oder so, also das Rätselniveau hier ist doch deutlich knackiger. Ja, wir tun erstmal die Steinmütze da oben hin, dann sagt er uns vielleicht was. Also wir müssen die eh wieder rausnehmen, aber... Oder brauchen wir vielleicht gar keinen Fallschirm? Nein, Quatsch. Ich glaube, wir brauchen einen Fallschirm. Vor allem bei unserem Glück. Oder kann der vielleicht seine Clownsanzug dann einfach irgendwie so umändern? Tue ich mal erstmal das hier. Nein, Quatsch. Wir zünden erstmal die Bomben an. Auf nach unten. So. Ah, wir haben immer noch genauso viele Bomben wie vorher. Das ist schon mal gut. Dann, Spot, zeig, was du kannst. Ruß? Nein. Wir wollen das auf die Bomben anwenden. Gehen wir ein Stück beiseite. Los, Spot, nochmal. Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Und jetzt nicht hier raus hier. Ja, nach oben raus. Den Hut benutzen. Wo ist er? Schnell. Da, Steinmütze. Nun aber schnell. Und? Schnell, Spot, komm her. Es geht los. Oh je. Es klappt tatsächlich. Autsch, das war wohl nichts. Dabei hätte ich es eigentlich bis zur Insel schaffen sollen. Vielleicht schaue ich noch einmal auf meine Notizen im Wohnwagen. Irgendetwas scheint mir für den Trick noch zu fehlen. Ja, es ist ja falsch schon, definitiv. Ist das hier die Steinmütze? Ja, die nehmen wir bitte wieder mit. Okay. Wir haben es bis in den See geschafft. Wir haben es bis zum Anfang des Sees geschafft. Wir brauchen einen Fallschirm. Vielleicht nimmt er uns sich jetzt die Hose, nachdem wir ins Wasser gesprungen sind. Ey, sorry Leute, wenn ich jetzt so auf Hosen fixiert bin. Aber ich bin mir sicher, dass das die Hose ist. Ich meine, was? Finger weg von... Du machst sie ja doch... Ben, dann sag uns, was mir noch zum Kanonentrick fehlt. Ups, nein, das meinst du nicht. Darf ich auch mal? Du und jonglieren? Ha, du würdest jonglieren, ist er nicht für so Zeit. Genau, wir wollen auch mit dir reden. Das ist mein Bruder, Ben. Natürlich den Mund benutzen zum Reden, meine Güte. Hallo, Ben. Worum geht... Nein, okay, da sagt er auf den Mann selber. Bis später. Ja, und der immerhin bis... Dann schaue ich nochmal auf die Notizen. Vielleicht sagt er etwas zum Fallschirm. Notizen. Anschauen. Oder kann ich den vielleicht sogar mitnehmen? Nein, ich gehe wahrscheinlich... Okay, nein. Da hängen lassen. Genau, wir brauchen einen Fallschirm. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Ja, einen Fallschirm brauchen wir. Anklicken, keine Option mitmachen. Ja, den Rest haben wir ja beisammen. Ein Fallschirm.
Die Wäsche nimmt er sich nicht. Im Inventar haben wir nichts, was annähernd ist wie ein Fallschirm. Das erste wäre noch die Mütze gewesen und jetzt, seitdem sie zu Stein ist, können wir die, denke ich, komplett vergessen. Ach, Kescher, Monster, Messer, nee. Rohre. Gehe ich nochmal durch alle Maps halt durch. Wir haben hier nur Socken, Hose, Anzug. Ich kann zwar den Socken probieren, aber das wird bestimmt genauso wenig klappen. Finger, du machst. Ja, ja, wir dürfen nicht die Wäsche benutzen. Okay, ich hab's verstanden. Wohnwagen, Eimer, ist alles nicht geeignet, ist falsch schon. Und wir haben unser großes Haustier, den muss ich auch gar nicht erst versuchen. Ein Frosch, Kochbuch, Kessel, nein. Die Rezepte, Notizen, Augenglas und Flasche. Nope. Die Tür können wir schließen, dahinter war aber nichts, das haben wir eben schon getestet. Ja, das tut sie jetzt am allerwenigsten geeignet als Fallschirm. Hier drin in unserem Wohnwagen hanken wir nur die Wäsche, die er nicht runterholen möchte. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob er sie nicht runterholen möchte oder es nicht kann. Vielleicht ist hier hinter der Tür noch was. Das geht nicht. Diese seltsamen Rohre sind im Weg. Dann tun wir die Rohre halt weg. Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun haben. Ja, und das hier macht er mal. Ob ich da... Ich tue darin ab. Okay. Haben wir sonst noch was Geeignetes, um das runterzuholen? Nicht wirklich. Den Cache haben wir auch schon probiert, da sagt er dasselbe. Okay. Das Loch, der Kanonentrick, die Kerze, eine Schublade, wo nichts mehr drin ist. Das wäre ein Teppich, hell, dann wäre ein Kopf. Nichts Spannendes hier, okay. Nichts wie raus hier. Hier haben wir nichts mehr verloren. Dann gehen wir mal zum Höhle nochmal. Vielleicht haben wir bei der Höhle einen Fallschirm übersehen. Die Totems. Drei Stück an der Zahl und die Höhle an sich selber. So. So, was war hier drin? Hier drin waren nur Pilze, Pilze, Pilze. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Genau, das ist bei allen Pilzen auch derselbe Spruch. Man kann nein, danke. Nicht essen. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Genau, und mit dem kann ich sie auch nicht. Ich bin nicht hier um Pilze. Und genau. Diese doch. Okay, und hier? Nee, hier war auch nichts. Hier war nur der Schädel, den er nicht mitnimmt, und dieser riesen Anglerfisch, mit dem man irgendwie gar nichts Sinnvolles machen konnte. Ich weiß immer noch nicht, warum der da ist. Das ist, glaube ich, einfach nur ein stilistisches Element, ähnlich wie der Schädel. Oder vielleicht ist der Schädel dafür da, den Faden zu erklären, den wir unten gefunden haben. Okay, hier haben wir also auch nichts. Wieder ein Reinschlag. Ja, ein Reinschlag, genau. Ein Reinfall natürlich. So, okay, Zirkus hatten wir schon, das Ufer. Da waren wir zwar eben schon, aber vielleicht ist was Neues. Der See und die Insel. Nein. Den Baum gehe ich als letztes hin. Ja, bei hier bei den Ruinen war auch nichts, was man als Fallschirm nutzen konnte. Hier kann man zurück. Die Statue. Man konnte noch weiter zu Shanas Haus. Aber nein, hier ist auch nichts. Hier sind nur die Steinbrüder und Shanas Haus, da waren wir eben auch schon drin, da war auch nichts Sinnvolles. Ich hoffe, die sagen was Sinnvolles, die Steinbrüder, sonst... Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Ah, okay, und bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Das will ich euch auch geraten haben, Steinbrüder. Nein, Quatsch. Okay. Verdammt. Also, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht wie... der totale Idiot anstelle und das Offensichtlichste übersehe. Aber... ach, ich weiß nicht. Ich glaube mir sicher, dass das mit der Wäsche zu tun haben muss. Die hängt hier nicht ohne Grund. Hoffe ich. Also natürlich hängt sie nicht ohne Grund, sie muss trocken werden, aber... ich meine eher... ach, verdammt. Ich meine, man muss doch irgendwie interagieren können, sinnvoll mit ihr. Sagte nichts dazu, Opa sagte nichts zu der Wäsche. Kann ich die Wäsche vielleicht mit irgendwas hiervon kombinieren, dass ich die in die Schatulle packe? Finger weg, du machst. Nein, 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 ich mach sie ja nur wieder dringlich. Dann kann ich vielleicht den Wasserspot darauf anwenden.
Spot braucht kein Kostüm. Ich hatte ihm mal einen Umhang für die Nummer mit den Feuerreifen genäht. Es endete in einem Fiasko. Seitdem treten wir auch ohne Zelt auf. Okay, ich weiß nicht, auch den Ausweichen. Okay, harte Messer, wir können nicht so richtig nichts abschneiden davon. Finger weg von der Wäsche, du machst sie ja... Nein, ich wollte sie nicht richtig machen, ich wollte sie zerschneiden. Um einen Fallschirm zu machen. Vielleicht kann ich beenden mit Bomben einschüchtern, dass er uns die gibt. Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nun doch wieder nicht. Ja, du sollst ihn doch nicht umbringen, du sollst ihn nur einschüchtern. Vielleicht mit dem Messer? Ups. Nein, ich hasse... Nein, das kommt auch selber raus, dachte ich mir schon. Ich weiß nicht, haltet für mich für eine Pussy, aber ich mache einen ganz kurzen Cut und dann schaue ich in der Komplettlösung mal nach. Eigentlich tue ich sowas ja äußerst ungern, aber hier fühle ich mich gerade einfach nur getrollt vom Spiel. Deswegen speichern wir kurz gemeinsam und dann sehen wir uns, wenn ich es geschafft habe, mit Hilfe einer hoffentlich vorhandenen Komplettlösung an einen Fallschirm zu kommen. Weil ich bin jetzt durch alle Maps gerannt, habe irgendwie versucht mit allem mal zu interagieren und da kam jetzt nicht viel dabei Sinnvolles rum, also ja, einfach gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende. Also, bis gleich.